Gesundheit braucht Verstand. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nackenschmerzen. Ein verbreitetes Schmerzphänomen. Viele Leute leiden darunter. Und einige sagen, Mensch, regelmäßig, alle 4 Wochen spätestens, muss ich zu einem Therapeuten gehen, damit er mich da oben einrenkt, damit mein Nacken nicht mehr wehtut. Aber ich habe ja einen ganz guten Typen, der kriegt das besonders gut hin. Und meine Nackenschmerzen halte ich dann wieder über einen etwas längeren Zeitraum aus. Aber nach 4 Wochen muss ich wieder hin. Kann das denn tatsächlich die Lösung sein, wenn man Nackenschmerzen hat, dass man alle 4 Wochen irgendwie zum Einrenken, zum Atlas-Therapeuten oder irgendwie was machen muss, damit das wieder hinkommt? Ist das die Lösung? Nein, das kann gar nicht die Lösung sein. Denn wenn wir überhaupt davon sprechen, dass wir was mit Vorbeugung und so weiter machen wollen, dann darf das eigentlich gar nicht auftreten. Dann müssen wir also vorher an unserem Verhalten so etwas verändern, dass das nicht eintritt. Dann kann nicht sein, dass wir alle 4 Wochen die Nackenschmerzen behandeln. Also, was hat das denn mit dem Nacken besonders auf sich? Er ist ja, unser Nacken ist ja so der Oberteil der Wirbelsäule. 7 Halswirbel haben wir. Die sind auch so ein bisschen kleiner als zum Beispiel die Brustwirbel. Davon haben wir ja 12. Und von den Lendenwirbeln, da kommen nochmal 5 obendrauf. Und die Halswirbel, das sind die beweglichsten Wirbelkörper. Wir können unseren Kopf nahezu 70% zur Seite drehen oder nach hinten legen oder nach vorne legen. Also, weil die Halswirbel lassen das zu. Die geben diese Beweglichkeit her. Und die brauchen die sogar, damit die in Form bleiben, damit sich die Bandscheiben ernähren und so weiter. Also, am schlimmsten für uns Halswirbelsäule ist, wenn wir uns nicht gut und oft genug bewegen. Wenn wir lange in einer Haltung bleiben, in einer Position bleiben, wenn wir lange beispielsweise vorm Computer sitzen und strengen uns an, immer den Kopf so zu halten, dass wir möglichst weit den Kopf in den Nacken legen. Das ist natürlich kriminell. Es ist gar nichts dagegen einzuwenden, den Kopf so zu halten in der Computerposition. Nur man muss die Haltung auch tatsächlich mal wechseln. Und es ist ja gar nicht nur der Computer, es ist auch mal das Handy, das wird in die Hand genommen. Und dann gehen die Leute sogar spazieren mit dem Handy in der Hand, gucken immer runter. Wäre auch gar nicht so schlimm, wenn die mal ihren Kopf auch bewegen würden. Also nicht nur aufs Handy gucken, hin und wieder zumindest mal aufgucken. Es geht nämlich darum, dass der Kopf, der ja auf der Halswirbelsäule sitzt und quasi so ein richtig schwerer, so ein schweres Gebilde ist von 6 bis 7 Kilo und das auf dieser kleinen Wirbelsäule, auf dem kleinen Endstück sitzt, dass der natürlich dazu verleitet, die Halswirbelsäule auch in bestimmte Positionen zu bringen, weil er eben so schwer ist, weil er so groß ist und da oben drauf sitzt und das Endstück ist eines Turmes, ja, und wenn ich den bewege, dann nehme ich den größten Einfluss auf meine Halswirbelsäule. Jetzt kommt es aber. Den kann ich nicht, es nützt mir also nichts, wenn ich den mal hin und her bewege und so weiter, sondern im Prinzip muss der Kopf in einer gut balancierten Position auf unserem Körper sitzen. Zum Beispiel, wenn wir spazieren gehen, wenn wir sitzen und gerade nicht aufs Handy gucken oder nicht in den Computer gucken. Also wir dürfen keine Dauerzustände erzeugen. Und dazu braucht der Kopf eine bestimmte Balance. Und diese Balance, die kann man sich ruhig vornehmen, die nützt uns aber nicht. Und das ist das Besondere, was ich euch heute erkläre, weil die meisten Erklärungen, die gehen ja in eine völlig andere Richtung. Die erklären nämlich, ja, da muss man die und die Übung machen und jene Übung machen. Ist ja auch alles gut und schön und auch gar nicht verkehrt. Aber das hilft ja immer nur gegen einen akuten Zustand, den man gerade hat mit seiner Halswirbelsäule. Sie tut also gerade weh und jetzt mache ich ja Übungen, dann tut es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm weh. Aber es nützt uns alles nichts dafür zu sorgen, dass wir dieses Halswirbelsäulenproblem nicht kriegen. Also, dass uns das nicht alle 4 Wochen wehtut. Was müssen wir nämlich dazu machen? Wir müssen den Kopf in eine balancierte Position bringen. Das kann ich euch jetzt sagen und dann macht ihr das. Also, ihr nehmt den Kopf, wenn ihr normalerweise solch eine Haltung hättet, guckt euch viele Menschen an, die sind extrem viele Menschen sind in dieser Haltung, viele Kinder in den Kindergärten und so weiter, seht ihr genau diese Haltung, also den Kopf so ein bisschen zurückverlegt, den Bauch vorgedrückt
und die Schultern hängen runter. Das ist die normale Kopfposition, eine extreme Belastung für die Halswirbelsäule. Und das muss balanciert werden. Jetzt sage ich euch das, nehmt euren Kopf nach oben. Viele nehmen dann die Schulter nach hinten, drücken einfach die Schulter nach hinten so, jetzt bin ich gerade. Nee, bin ich nicht. Weil das letzte Stück, die letzten 7 Wirbel, das sind die Halswirbelsäulen, die sind dadurch überhaupt nicht gerade, wenn die Schulter was macht. Aber sie sind gerade, wenn der Kopf aufgerichtet ist. Und dazu braucht man für die Kopfaufrichtung eine Balance aus dem Mundraum heraus, ob ihr es glaubt oder nicht. Das heißt, wenn der Mund aufsteht zum Beispiel, dann ist der Kopf immer auch nach hinten gelegt. Bei jedem, der den Mund aufstehen hat. Da sind auch Mundatmer und so weiter. Passt da alles rein in die Kiste, ist genauso schädlich. Ja? Ist auch ein großes Problem. Aber Mund auf bedeutet schlaffe Muskulatur im Mundbereich. Schlechte Kopfbalance. Belastung der Halswirbelsäule. Noch nicht alles. Wenn die Zunge nicht in der richtigen Position ist. Wenn die Zunge nicht richtig gespannt ist, also die Zunge braucht so eine Grundspannung wie meine Hand, wenn ich die umgekehrt auf den Tisch lege, dann zeigen auch die Finger nach oben. Die Zunge braucht auch solch eine Grundspannung, wenn sie die nicht hat. Wenn die Zunge aussieht wie so großer, flacher Lappen, könnte man fast sagen, ja, noch belegt ist, an Rändern Eindrücke hat, dann ist die Zunge schwach. Und wenn die Zunge schwach ist, dann kann ich meinen Kopf aus dieser Innenmundposition heraus in seiner Balance nicht stützen. Im Prinzip ist das nur die Feinabstimmung der Balance. Und nicht, dass die Zunge die Balance führt, sondern die Muskeln, die mit der Zunge verbunden sind. Nämlich die untere und obere Zungenbeinmuskulatur. Das ist die Verbindung von hier zur Brust, also quasi die vordere Muskelverbindung vom Kinn zur Brust. Über die Zungenbeinmuskulatur. Das Zungenbein ist so ein freischwebender Knochen hier. Da setzen verschiedene Muskeln an und halten den Knochen fest in einer Mittelposition. Und da gehen einmal Muskeln von dem Zungenbein nach unten und einmal nach oben zur Zunge, aber natürlich auch hier zum Schädel. Also diese Spannung der Muskulatur, die geht natürlich mit der Zungenspannung einher. Aber wenn die Zunge zu schlaff ist, dann kriegt ihr die Kopfbalance nie hier hin und dann könnt ihr auch trainieren, was ihr wollt für den Nacken und für die Kopfmuskulatur oder Kopfseitmuskulatur, wie auch immer. Es wird euch nichts nutzen. Es nutzt euch, um eine akute Verspannung aufzuheben, aber es nutzt euch nichts, dass ihr es nicht wieder kriegt. Da müsst ihr ganz was anderes trainieren. Wir haben ja dafür die Faceformer-Therapie gemacht, die meisten kennen das ja schon. Wir trainieren also für den Mundinnenraum etwas, wir machen ein Übungsprogramm für den Mundinnenraum, für die Muskulatur, die den Kopf balanciert. Dabei achten wir selbstverständlich auf die Kopfhaltung, auf die balancierte Kopfhaltung, die ist dann eingestellt, während wir trainieren. Aber die Übungen, die wir da drin machen, die sorgen dafür, dass der Kopf immer in dieser Position bleiben kann. Und dann könnt ihr ruhig mal vorm Computer sitzen und den Kopf so halten. Ihr müsst euch nur zwischendurch wieder in diese Position zurückbegeben. Und diese Position, die muss quasi automatisiert sein. Das heißt, das ist eure Neutralposition, in die ihr immer wieder zurückgebt. Und eure Nackenschmerzen sind dann wie vom Erdboden verschwunden, wie von Zauberhand beseitigt. Viel besser als mit 1000 anderen Übungen. Wie gesagt, die anderen Übungen sind gut, nicht verwerflich. Sie helfen euch in der akuten Situation. Aber ihr braucht etwas, was dafür sorgt, dass ihr es erst gar nicht kriegt. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wieder liken, weitergeben an Freunde und Bekannte und abonniert es. Wir können das gut gebrauchen. Denn wir möchten ja noch weitere Videos machen und dann gibt es diesen kleinen Klingelknopf, da könnt ihr drauf drücken und dann werdet ihr immer erinnert, wenn es ein neues Video gibt. Und Kommentare, die setzt ihr unter das Video. Wir beantworten die immer so schnell wie möglich und natürlich so gut wie möglich. Danke für heute und tschüss.